Da wird doch das Huhn in der Pfanne verrückt. Ich komme mit drauf klar. Oder? Ah. Wisst ihr was, Leute? Ich lasse das. Ich überlege mir was anderes. Ich glaube, ich nehme gleich einen Zettel und einen Stift. Ich baste jetzt nicht. Nee, ich habe eine andere Idee. Nein, doch. Oder nein. Wir bauen jetzt einfach diesen Mechanismus ohne das Drumherum, weil ich mir das sowieso nicht merken kann. Und dann überlege ich mir genau, wie ich das mache. Zack. So. Obwohl ich das eigentlich machen müsste, weil und sinnvoller und. Fick dich ins Knie, Minecraft. So. Jetzt habe ich meine Meinung dazu gesagt. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Weil. Auf diese Höhe kommt was anderes hin. Also, es tut mir leid, dass ich jetzt so solche Kraftausdrücke benutze, aber ganz ehrlich, wenn ich gucke, wäre es denn sinnvoll, kann man das dann da drunter machen? Das muss ich jetzt mal bei den anderen testen. Da kommt auch schon der Fehler. Man könnte es jetzt nicht dahin basteln. Weil. Oder kann man es doch? Nee, kann man nicht. Nein, jetzt kommt er nicht ran. Tück. Ich will nicht in die Tiefe stürzen. Ach, die eine können wir auch. Okay. Wie mache ich das denn am ungünstigsten? Jetzt brauchen wir ja auch keine Zombies mehr. Jetzt mache ich da wieder Licht hin. Und ich werde mir bald andere Bäume zulegen. Ich habe mich auch schon bei meiner Ausprobierwelt mal ganz kurz umgeschaut. Und zwar da, wo Schnee ist, gibt es ja diese Tannenbäume. Dazu ist, glaube ich, nicht mehr groß was zu sagen, außer dass ich die haben will. Gut, das funktioniert also so nicht. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Ein Sprung in den Tod, alles vergessen. Oder was man auch machen könnte. Warte mal ganz kurz. Ich hätte eine andere Idee. Und zwar, das hier geht wirklich nur ein Stück runter. Das geht ja hier hoch. Flupp, weg ist es quasi. Und dann macht man hier welche hin, die sind mit dem hier gleich von der Höhe her. Und dann macht man das so, dass sich hier oben Schleusen öffnen und die Lava rausfließt. Und den Gegner quasi, in dem Fall den Zombie, einfach mal den Arsch aufreißt. Und wir machen eine indirekte Beleuchtung, indem wir Lava-Spots hier oben reinbauen. Dann müssten wir diesen ganzen Mist nicht hier unten machen. Und für den Fall, dass wir irgendwann mal in einer fernen, fernen Zukunft, wenn wir alle auf der Enterprise dienen und unter Jean-Luc Picard irgendwelchen Klingonen in den Arsch treten, dann eventuell werde ich das nochmal aufbessern. Ist also so ganz cool, eigentlich doch. Der ganze Mist fällt also nur runter, plupp, Lava kommt von oben und fetch. Können Sie also die ganzen anderen tollen Erfindungen alle sparen.
Und ich gebe mir einen ab schon wieder. Das ist halt früher Morgen. Jetzt könnte man natürlich auch völlig berechtigt fragen, warum bist du früher Morgen Let's Play? Schlaf dich doch aus. Ja, wenn ich das irgendwann an einem anderen Tag oder zu einer anderen Stunde mache, dann schlafe ich schlecht oder habe ich keine Lust oder bin ich beim Sport oder. Und da habe ich keinen Bock drauf. Und ich hatte gerade jetzt Lust. Ich bin wach geworden und habe gesagt, Mensch, jetzt noch eine Minecraft, das würde doch mein Leben total versüßen. Und da bin ich. Es wird trotzdem eine große Bastelei hier, den ganzen Dreck zu bauen, so. Nein, also. Hat der gerade den Block ver... Ja. Der hat gerade den... Also jetzt für die... Fantasielosen. Hier drunter kommt noch eine Reihe hin. Und zwar dahin. So. Die könnte man wiederum aus Glas machen, oder? Könnte man. Nee, das wäre doof. Ja, das wäre doof. Dann kann man ja. So, und auf Knopfdruck. Also normalerweise sieht es so aus. Lalalala. Zack, Strom läuft. Und die Sache ist geschlossen. Und auf Knopfdruck. Düpp, schließt sich die ganze Sache wieder. Oder zieht sie auseinander. Und die hier fahren ein Stück nach unten und von oben kommt die Lava. Jetzt komm schon. So. Weil ich finde, das ist viel diabolischer. Es hat so ein bisschen was von irgendeinem Bösewicht wie Dr. Evil. Ja, mein Gedanke ist natürlich, den Gegner erstmal in dieser Todesfalle unterzubringen, quasi. Und dann sich zu überlegen, wie man ihn am besten tötet. So. Jetzt gucke ich mal ganz kurz was. Ja, das war jetzt. Mann, ich glaube, ich lasse mich bald für irgendwas nominieren. Schlauster Minecraft-Spieler ever oder so. So, und dann machen wir es so, dass wir auf Knopfdruck halt die ganze Sache um eins tiefer setzen. Und mit einem Knopf lassen wir dann die Lava rein. Hohoho, da schlagen schon die Blitze ein. Und dann hole ich mir die Weltherrschaft. Ah, das passt sogar. Gutes Timing. Genau. Oh, wenigstens das funktioniert. Ein Traum. Ein Traum. Gut, jetzt müssen wir es bloß anders machen. Und zwar. Damit sich die Dinger nicht verbinden, weil, nehmen wir jetzt mal an, ich mache das so. Doch, es funktioniert. Was? Okay, in einem späteren Teil des Let's Plays werde ich euch zeigen, wie es aussieht. Also man muss sowas Ähnliches hier bauen, wenn man diese sich selbst wieder aufbauende Wand, ich spoiler mal schon ein bisschen, ist eine Wand, die man sprengen kann und die baut sich man wieder selbst auf. Um die herzustellen, muss man hier ein bisschen was anders machen. Aber ich wusste nicht, dass es so einfach geht. Ja, dann ist es ja wirklich schnieke einfach. Schluck auf vordere Wien. So, wie viel brauchen wir noch? 10 Stück. Oh, Framerate bricht ein.
10 Stück brauchen wir noch. Denn vorhin habe ich nämlich in meiner Testwelt genau das gebaut. Ein... Ja, wie gesagt, diese Wand. Auch wenn ich mich 10-mal wiederhole. Habt ihr da schon von der Wand gehört? Ach, Mist, was mache ich denn da? Was mache ich denn da? So. Wir brauchen ein bisschen mehr. Perfekt. Da 10, da 10. Und das sollte am Ende auch 10 sein. Perfekt. Nummer 2. Ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend wird. Und dann verbinden wir das bloß noch irgendwie auf die Schnelle. Ganz schnell. Schnell, 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 schnell. Und hoffen, dass... dass es auch alles so funktioniert. Knister, knister. Hab ich jetzt wirklich knister, knister gehört? Oh, perfekt. Oh, ist das perfekte. Warum knistert es? Warum? So. Und jetzt, würde ich sagen, wir verbinden das mit dem Teil hier oben. Ey, wenn die Frame halt noch einmal wackelt, ja, dann mache ich Schluss für heute. Also, will ich gar nicht. Deswegen, ich versuche mich gerade selbst, mir selbst zu drohen. Oder sag mein PC. Mit etwas, was nur mir selbst Schaden zufügt. Okay. Wo sind wir hier? Da, da sind wir. Ich liebe Minecraft, ich liebe Minecraft. Not. Okay. Bis dahin ging das Signal. Mit der Betonung auf ging. Das Tolle ist, am Ende... Ne, dieses Ende da. Das macht so viel Energie eigentlich. Also, ja, da, nein, ich brauche es ein. Aber ich sag dazu nichts mehr. Weil ihr wisst ja, diese Dinge verstärken, ja, und da stehen so viele auf einem Punkt, auf einem beschissenen Punkt. Das ist ja eigentlich so wie hier. Es müsste eigentlich da unten... brennen, ja, da müssten 100.000 Grad sein, aber nein, 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 das ist alles ganz legitim. So. Okay. Und jetzt geht es auch mit einem Knopfdruck, dass wir diesen Knopf wir auch noch verlegen müssen. Das wird die nächste tolle Aufgabe, die ich haben werde. Aber ich habe jetzt eine Befürchtung. Ja. Mal ganz kurz schauen.
Wie kann ich das Signal jetzt umdrehen? Nein, ich krieg eine Krise, ich krieg eine verdammte Krise. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Aber was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum. Ich glaube, wenn ich so mache, dann dreht er das um, oder? Ach genau, das ist das Signal. Okay, nochmal. Wieder kommt kein Signal an. Gib mir was zum Zuschlagen, bitte. Irgendetwas. Baue mir jetzt hier unten eine Crafting-Buchse. Ja, wir werden auch wieder auf Redstone-Jagd gehen dürfen. Das sehe ich jetzt schon. Eigentlich hatte ich gehofft, das nie wieder tun zu müssen. Aber anscheinend hasst mich Minecraft. Deswegen darf ich das doch wieder. So, 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 so. So, und jetzt aber alle, oder? Ja. Ah, schön. So, ich muss das Signal nämlich irgendwie dann doppelt moppeln und dafür sorgen, dass, wenn das eine ein Signal bekommt, muss das andere ein Nein bekommen. Als Signal. Sonst haben wir immer das Problem, dass das eine oben ist und das andere unten. Und dieses Nein-Signal bekommt man, glaube ich, wenn man die Dinger doppelt setzt. Aber ich bin nicht sicher. Ich glaube, dafür muss man die auseinanderstellen. Ja, so. So. Und jetzt. Oder nicht? Oder doch? Nein, 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 so. So. Mir mal so ein Sichtloch hier hinbauen. Aber warte mal. Stimmt ja. Würde es eigentlich auch funktionieren, wenn ich die Dinger hier wegnehme? Mal ganz kurz. Zack, weg damit. Wenn ich die jetzt hier wegnehme. Ja, ruckel doch weiter, Framerate. Wenn ich die da hinsetze. Das klappt nicht. Okay. Klappt das vielleicht, wenn ich. Wo bin ich gelandet? Ich bin in der Decke. Nein, wie habe ich das denn geschafft? Oh mein Gott, wie habe ich das geschafft? Ich bin der Mann, der durch die Decke ging. Nein, das klappt nicht. Das klappt auch nicht. Passiert also nichts. Die nächste Möglichkeit ist wieder so atemberaubend, dass sie mir den Atem raubt. Nächste Möglichkeit wäre diese hier.
Ja. Und da hätten wir uns hier diesen ganzen Scheiß sparen können. Aber es wird die Zeit kommen, da werden wir das alles brauchen. Ich renne da nicht, ich lade nur hoch. Das dürfte doch jetzt eigentlich gar nichts an der Performance machen. Bam, 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 bam. It's me, der Mario. So. Warte, 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 das wird wahrscheinlich wieder total dunkel für euch sein. Ich will noch was anderes testen. Und zwar das. Okay, es klappt, es klappt. Oh, Magic! Oben, wenn wir dann wieder so eine Steine hinsetzen, um die ganze Sache ein bisschen zu blockieren, so wie wir es oben schon gemacht haben, wird also wieder hochgradig spannend. Und die Seite brauchen wir anscheinend gar nicht. Aber wir müssen dafür sorgen, dass hier keiner so einfach reingeht. So nämlich. Nicht, dass wir da plötzlich irgendwie Zombies drin haben oder so. Und das Betreten ist für Unbefugte verboten. Das Coole ist, wir können dann sogar so machen. Ich probiere mal, dass es auch doppelt geht. Nee, müssen wir also versetzt machen. Okay. Die Spannung zerreißt mich förmlich. Immer wenn eine Fackel in der Nähe ist, dann verziele ich. Schon wieder. Ach, seht ihr das hier? Diesen. Ne, man sieht ihn gerade nicht. Aber die Fackeln sorgen dafür, dass man da ganz schön viel Blödsinn macht. Toll. Jetzt fehlen mir noch zwei. Zweimal beschissener Redstone. Warte mal. Warte, warte. Wir haben jetzt genau zweimal beschissenen Redstone. Oh, ja, es funktioniert soweit. Und jetzt ist mir sogar die Framerate gerade total egal. Wenn es dann auch noch mit dem anderen Ding gleich läuft. Jetzt hab dich wieder. Okay. Hä? Was ist das? Warum funktioniert das da nicht? Fehlt uns noch dreimal Redstone? Haben wir noch irgendwo Redstone? Bitte, 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 bitte. Kann ich da nicht einfach Lapis Lazuli reinquetschen? Tu so, als wenn du Redstone wärst, sag ich ihm dann. Kann man das irgendwie. Nee, man kann es nicht zurückverwandeln, ne?
Jetzt haben wir von den ganzen Schaltern und so viele, aber...